Jesus sagt: Unterstützt Donald und habt keine Angst. Ich kämpfe mit ihm für euch. 12. Januar 2021. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Meine liebe Familie, verzeiht meine Abwesenheit. Der Herr hat mich an der Musik arbeiten lassen, während die Situationen rund um die Welt heranreifen. Bitte glaubt nichts von dem, was ihr in den Massenmedien hört oder seht. Denn in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall von dem, was euch gesagt wird. Und dies ist dabei herauszukommen. Und es wird die Welt erschüttern. Habt keine Angst, Präsident Trump wird weiterhin unser Präsident bleiben. Als er sein Amt antrat, hatte er keine Ahnung, worauf er sich einließ. Aber Gott ist mit ihm und es wird wieder Siegesrufe in den Lagern geben. Er bittet uns alle, dem Plan zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er mit uns und unserer Nation ist. Wir müssen im Gebet bleiben und bereit sein, alles zu akzeptieren, was er für uns zulässt. Sowohl das Gute wie auch das Schlechte, da ein großes Schütteln stattfinden wird, besonders in den Bereichen der Kommunikation, wie auch in den Bereichen Gerechtigkeit und Wahrheit. Große Täuschungen werden enthüllt werden und was ihr erfahren werdet, wird schwer zu glauben sein. Nachdem ich das gesagt hatte, fühlte ich, dass der Herr sprechen möchte. Also begann er. Steht fest und erkennt die Herrlichkeit des Herrn. Habe ich jemals meine Treuen im Stich gelassen? In der ganzen Geschichte sind es nur die Untreuen, die der Disziplinierung des Herrn unterworfen wurden. In eurer Nation habt ihr tapfer für das gekämpft, was richtig ist. Aber der Teufel hatte viele Jahre Zeit, böse Festungen aufzubauen, Netze und Netzwerke des Bösen, die bis ins vorige Jahrhundert zurückreichen. Jetzt sind diese Dinge zum Tragen gekommen, aber meine Generäle und treuen Armeen sind aufgewacht und haben die Flamme der Rechtschaffenheit in ihrem Herzen angefacht. Sie bringen Opfer, sie fasten, beten und opfern treu all ihre Krankheiten und Prüfungen, um ihre Situation komplett zu reinigen und umzudrehen. Ein großes Erwachen findet statt in meinem Volk. Sie wenden sich von ihren oberflächlichen Wegen ab und suchen mein Angesicht wie nie zuvor. Soll ich sie ablehnen oder retten? In der Tat haben viele von euch Verfolgungen für euren Glauben erlitten und ihr steht da mit erhobenem Haupt. Ihr betet, fastet und bringt Opfer dar. Soll ich euch nicht mit einem neuen Land und mit einem Neuanfang belohnen? Ja, es gibt viel Müll zu bereinigen, und es wird nicht schön sein oder über Nacht geschehen. Aber jene, die aufgestanden sind, um zu beten und ihr Leben zu opfern, um das Gute in diesem Land, welches das Land der Freiheit sein sollte, wieder aufleben zu lassen, sie sind in der Tat aufgestanden und haben sich um euren Präsidenten geschart auf ihren Knien. Soll ich sie nicht belohnen? Ja, ihr befindet euch in einem Krieg, gut gegen böse. Und als ihr geschlafen habt, kam der Feind und säte Unkraut auf das Feld, das mit dem guten Weizen zusammenwuchs. Aber jetzt setze ich die Sichel zur Ernte an, und ich werde in der Tat die Bösen von jenen trennen, die sich für das Richtige einsetzen. Ich bitte nur darum, dass ihr weiterhin die betende Armee seid, die das Böse in ihrer Mitte besiegen wird. Jene, die die Wahrheit nicht kennen, und das sind viele, müssen erkennen, wen sie gewählt haben, wofür sie gestanden sind und was in den Kerkern unter ihren schönen Villen vor sich ging.
Sie müssen sich mit dem Unvorstellbaren auseinandersetzen und die Maskerade der Charaktere erkennen, die rechtschaffen und ehrlich aussehen. Bei vielen meiner Leute hat das Urteilsvermögen versagt und sie erkennen die wahre Natur von anderen nicht. Sie haben sie nach ihrer Erscheinung und ihrem Auftreten beurteilt, welches respektabel erscheint. Sie haben nicht hinter die Fassade geblickt, die das Böse im Innern verbirgt. Sie haben die Kandidaten nicht genauer betrachtet, um zu sehen, wofür sie gestimmt haben. Und dies ist, worauf es ankommt. All jene, die sich dafür einsetzen, ein Baby im Mutterleib zu zerstückeln, kennen mich nicht, sonst würden sie so etwas nie tun, geschweige denn es billigen und noch weniger dafür bezahlen und es ermutigen. Unterstützt und wählt jene, die auf meiner Seite stehen, durch dick und dünn. Im Moment schüttle ich die Erde und drehe die Hitze unter dem Kessel auf. Meine läuternden Feuer brennen die Fassaden weg und entlarven die korrupten Akteure, die euch jahrzehntelang getäuscht haben. Ich decke die Korruption auf und werfe das Unkraut in die Feuer des Urteils. Ihr werdet sehen, wie viele, die ihr für rechtschaffen gehalten habt, entlarvt und fallen werden. Dieses Land wird von denen gesäubert werden, die hinter verschlossenen Türen Böses getan haben. Aber auch ihr, meine Leute, müsst euer eigenes Leben prüfen und erkennen, wo ihr versagt habt. Bittet meinen Heiligen Geist, ein Licht in diese dunklen Orte leuchten zu lassen, damit ich euch heilen und mit frischem Leben und Neuanfängen salben kann. Haltet die Wahrheit über euch nicht vor euch selbst oder vor mir zurück. Ich sehe und weiß alles, und es ist mein Wille, euch reumütig und wiederhergestellt zu sehen, genauso wie eure Nation gereinigt wird, damit ich sie wiederherstellen kann. Lasst nicht zu, dass die Angst euch beherrscht. Betet viel, denn der Kampf ist intensiv und es steht viel auf dem Spiel. Glaubt weiterhin an mich, dass ich eure Gebete, eure Reue und eure Treue belohnen werde. Blickt weiterhin auf mich, um euer Herz mit Freude zu erfüllen und lasst euch nicht in das bittere Handgemenge verwickeln, das entsteht, wenn das Böse aufgedeckt wird. Nehmt keinen bitteren Samen auf, sondern betet für diese Männer und Frauen, die für Satan gearbeitet haben. Betet für ihre Bekehrung und damit ihr es nicht vergesst, überprüft euer eigenes Leben, um zu sehen, wo ihr selbst dem Bösen nachgegeben habt. Jene, die euch regieren, stehen unter einem viel größeren Druck, als ihr es euch jemals vorstellen könnt. Der Druck besteht darin, sich für persönlichen Gewinn, Popularität, Macht und jede böse, fleischliche Absicht zu verkaufen. Auch ihr wart einer solchen Versuchung ausgesetzt, aber nicht auf der gleichen Stufe, wie sie es erleben. Deshalb warne ich euch, richtet und verurteilt nicht. Vielmehr betet aufrichtig und von Herzen für ihre Reue und Umkehr, bevor es für sie zu spät ist. Unterstützt euren Präsidenten und glaubt an ihn. Ich kämpfe mit ihm für euch. Und eure Gebete sind es, die den Sieg herbeiführen. Bleibt standhaft inmitten der Verwirrung und versteht, dass es notwendig ist, die Dinge für eine Weile zu beenden und auszuräumen, damit ich das Richtige und Gute wieder in eure Regierung bringen kann. Schlaft nie wieder ein, meine Leute. Lasst dies nie wieder geschehen. Und wenn das Gute und Richtige wieder aus den verkohlten Überresten auftaucht, und euer Leben wieder aufblüht unter einer gerechten Regierung, dann vergesst mich nicht. Vergesst die Lektionen nicht, vergesst die Armen nicht und vergesst nicht, wer es ist, der den Sieg und neue Möglichkeiten in euer Leben gebracht hat.
Seid mir im Kampf und im Sieg treu und hütet euch vor Arroganz und Selbstgefälligkeit, während sich der Staub legt und das Leben zur Normalität zurückkehrt. Zusammen mit den wunderbaren Veränderungen, die ich bringe, und der neuen Befähigung, mit der ich euch salbe. Habt keine Angst, die Dinge zu bereuen, in denen ihr nachlässig gewesen seid. Vielmehr gesteht sie ein und ändert die Dinge, die euch in die falsche Richtung geführt haben. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Vertraut dem Plan. Vertraut auf das, was ich tue. Am Ende dieses sehr dunklen Tunnels wartet der Sieg.